Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Finals. Yeah. Ich habe es wieder geschafft, mir 800 von diesen Punkten zu erspielen und ich habe mir den CL40 Repetiergranatwerfer freigeschaltet. So sieht er aus. Ist ja schon ziemlich massiges Teil. Und ja, der ist sehr ähnlich zum Granatwerfer vom Heavy und der schweren Klasse. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass dieser Granatwerfer kein Trommelmagazin hat. Der hat auch keine 6 Schuss, sondern nur 4. Und ja, mit dem gehen wir heute in der Runde rein. Let's go! Ja, eine laufende Runde. Okay. Ja, das ist der Granatwerfer. Als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es ist eine Shotgun. Sieht aber, wenn wir mal ehrlich sind, wirklich so aus. So. Die Teile vorne dran, wie wir wissen. Hust, hust. Uff. Oh, das ist nicht gut. Das ist also die neueste Taktik. Leute mit Goo, Leute einschleimen und dann mit dem Hammer rangehen. Fällt auch gerade auf, wir sind nur zu zweit. Oh. Ah, das heißt, der Arme hier war alleine, bis ich reingespawnt bin. Ah, auch ein schweres Schicksal, das mir leider nicht unbekannt ist. So. Wie spielt man mit dem Granatwerfer? Also, Granaten haben einen höheren Bullet Drop als alles andere. Ähnlich auch wie beim Granatwerfer von der Heavy Klasse. Schon wieder der. Oh, der geht mir richtig auf die Nerven mit seinem Drecksschleim. Wait. Wir haben noch einen dritten Kollegen. Nice. Und der spielt die leichte Klasse mit der Sniper. Das ist irgendwie ein bisschen ungut. Aber okay. So, der Heavy mit dem Hammer geht mir richtig hart auf den Keks. Ah, über Bande, habt ihr das gesehen? Ich hasse diesen Typen. Ich hasse diesen Typen. Es ist so beschissen, dass man in Schleim stecken bleibt. Ach. X-Map. War hier nicht mal eine Tür? Ach. Kann ich? Das geht doch bestimmt. Die Medium-Klasse hat doch unter anderem auch
eine Brandgranate. Wenn ich gegen den Heavy kämpfe, schmeiße ich einfach die Brandgranate und stelle mich ins Feuer rein, weil Feuerschaden ist nicht so schlimm. Ja, muss ich auf meine Leben achten, aber ist jetzt nicht die Welt. Ja, im Flug snipen, das ist nicht so awesome. Ich will nochmal sowas hier versuchen. Momentan ist auch der Granatwerfer gar nicht mal so eine gute Waffe. Obwohl ich eigentlich, ich habe schon eine Runde damit gespielt, kann ich denke ich zugeben. Ich habe schon eine Runde damit gespielt. Da fühlt es sich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht an, wie es hier aussieht. Nee. Okay, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Weil der Schleim nicht so schnell zerfällt. Das ist Mist. Monaco verschneit mit hängenden Strukturen. Ja, ist auch nicht ideal für den Granatwerfer. Weil er nicht die Reichweite hat. Ja, wobei, ich muss mich halt wirklich fast unter die Struktur stellen, um da oben reinschießen zu können. Nicht gut. Nee. Nicht gut. The live wires, the big splash, and finally, the boundless. Let's get this started. Irgendwie machen wir aber auch so ein bisschen was falsch, kann das sein? Die anderen Teams haben beide einen mittleren Charakter und einen leichten Charakter. Und wir haben einen schweren und zwei mittlere. Hier ein mittlerer, zwei leichte und wir ein schwerer, zwei mittlere. Es ist hier, ist irgendwas nicht gut, denke ich. Wir werden doch wohl kaum zu B gehen, wenn A näher dran ist, oder? Oder? Ah, wir haben das Ding. Okay. Ja gut, trotzdem, nur falls einer rauf will. Seltsam. The big splash are now just a single contestant away from a team wipe.
Ah, oh, war noch einer. Die Laterne kenne ich. An der bin ich letztens auch schon hängen geblieben und der Typ geht jetzt tatsächlich zu B. Na, wundervoll. Ich denke, ich will als erstes mal hier ein bisschen Luft ins Gebäude reinlassen. Und das mache ich, indem ich hier einfach alles wegsprenge. Rauf. Ich könnte auch... Sind das verbundene Gebäude? Ja, ich hätte mich auch einfach hier an der Seite reinspringen können. Ja, und da komme ich jetzt nicht mehr rauf. Na, wunderbar. Boah! Wo ist die Mine hin? Jetzt im Ernst, wo ist die Drecksmine hin? Ja, darauf verzichte ich. Ideal, super. Habe ich die noch gekillt? Oh lol, das waren zwei Gegner. Feuer. Seid mal ehrlich, habt ihr den jetzt gesehen? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den wirklich nicht gesehen. Ja, es wird nichts mehr. Noch was ist auch ganz interessant. Wenn man mit dem Granatwerfer zielt, dann, doch nicht auf den, geht doch zum Tresor. Wenn man mit dem Granatwerfer zielt, dann zielt man nicht wirklich durch diese Schiene, sondern es wird einfach nur ein bisschen rangezoomt. Das ist ja eigentlich bei allen Waffen so, dass man wirklich zielt. Und nicht... Warum? Warum tut er das? Hat vielleicht gesehen, dass ich auf ihn ziele? Ja, den Kill habe ich aber bekommen für die Mine. Oh lol, der ist fertig. Ja, okay, dann Hi! Wo ist der jetzt wieder hängen geblieben? Ich hab den doch über die Kette geworfen. Oder nicht? Das ist irgendwie alles seltsam heute. Die Minen verschwinden. Zeug bleibt an viel zu niedrigen Obstacles hängen. Das ist nicht gut. What a charge! The live wires have started a cash out. Teams need to get ready to shift their game plans because a surprise is coming their way. Machen wir mal ein bisschen Feuer. Alas, the live wires have been wiped out. I think that's what they call low voltage. This is going to be such a blast. Make the wrong move and you'll see what I mean. If you get eliminated, was? Ist der tot?
Wann ist der gestorben? Ja, da kann ich reinschießen, da kann ich hochschießen. Alles klar. Immer den Bruder. Nicht gut. Das ist hier alles nicht gut. Habe ich ihn? Er ist tot. Ich nehme an, dass ich ihn gekillt habe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Das ist alles seltsam. Tja, die Toten machen Boom. Und jetzt sind alle tot. Alle Teams sind tot. Und wir kriegen den Cash-Out. Das ist eine seltsame Runde. Und ich habe kein Jump-Pad. Was brauche ich sowieso als Medium-Klasse sowieso nur, wenn ein Meteorschauer kommen sollte, was bei meinem Glück ja sowieso nicht passiert. Hi. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob mir dieser 4-Schuss-Granatwerfer gefällt. Ich sterbe permanent. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich viele Kills mache. Ich habe 6 Kills. Ich habe keine Ahnung, wann oder wie ich die gemacht habe. Doch einen weiß ich, glaube ich. Bei einem hatte ich, das war eine Mine. Bei einem. Aber fragt nicht, fragt nicht, wo die anderen herkommen. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr durch. Dann wiederum, Feuer ist nicht so schlimm. Das war ein Assist. Ah, hier die Kanonen, die kann man verwenden. Ist lustig. Zack, alles gut. Da haben wir es. Awesome. As we power down the simulation and our contestants unplug, let's take a moment to see our new rising stars. Ich
weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob der Granatwerfer eine gute Waffe ist oder nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht so schnell wieder spielen, aber... Ah lol, die Granate vom Mars. Die rüste ich noch aus. Die rüste ich jedem aus, der die... Bei dem ich eine Nades drin habe, hier. Obwohl natürlich hier diese Weihnachtsgranate auch schick ist, aber... Gruß vom Mars. Das toppt alles. Für Teilnehmer, die ihre Gegner bei der ersten Kontaktaufnahme verunsichern wollen. Okay. Habe ich bei dem auch die Nade drin? Ich glaube nicht, oder? Doch! Zack. Und drauf. Sonst hat aber keiner die Nades. Doch. Okay. Der Heavy hat aber keine... Er hat auch die Splittergranate? Jede Klasse hat die Splittergranate. Das ist auch interessant. Und was noch interessanter ist, ich habe die bei jedem drin. Ha. Ja, daran wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was ändern bis zum nächsten Mal. Aber ja, ich versuche dann wieder auf 800 Punkte zu kommen, damit ich mir noch irgendwas freischalten kann. Ich weiß jetzt nicht was, bei den Waffen gibt es ja jetzt nicht mehr allzu viel, was ich mir neu freischalten kann. Hier das Einsatzschild bei der mittleren Klasse, dann habe ich in jeder Klasse eine Nahkampfwaffe, aber weiß ich nicht. Und hier der Flammenwerfer ist, denke ich, auch nicht die beste Waffe, mit der man so rumlaufen kann. Aber dann war es das auch schon wieder. Und dann werde ich, denke ich, anfangen, mich zu spezialisieren. Da werde ich so mal 2 bis maximal 3 Favorite-Waffen pro Klasse raussuchen. Und dann werde ich die einzelnen Waffen grinden. Ja. Gut. Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Lasst gerne einen Like da, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.